Jo, hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars. Scheint so, als wäre das eine neue Map, weil ich kein Stückchen und keinen Plan habe. Wo ist denn der Eisenspawner? Wo ist denn der? Wo? Auf jeden Fall. Da ist unser Eisenspawner. Jetzt tue ich mir auf jeden Fall schon mal ein Eisen graben. Sogar noch ein zweites. Jetzt tue ich ganz schnell zum Bronze rushen. Tue mir hier Rüstung als Schnack holen. Wenn ich jetzt natürlich noch wusste, wo der Dealer ist, hier ist das Bett, das heißt, hier wird der Dealer drin sein. Krass gemacht, Gomme. Auf jeden Fall mal ein Kompliment an, zumindest an das Bauteam, wer auch immer die Map erstellt hat. Vielleicht bei Luten. Nee, die erstellt, das geht's richtige Map-Ersteller. Dann kannst du ja auch vielleicht bald Minecraft selber aufnehmen auf deinem PC. Ja. Aber die Frage ist, ob dein Lappen-PC das mitmacht. Ich hab nämlich einen neuen PC gekriegt. Naja, gekriegt. Dazu sag ich mal nichts. Das ist der alte von meinem Bruder. Also von mir? Ich hab mir einen neuen gesneakt, also neu gekauft. Nee, ne? So eine Schwuchtel sind in deinem Team. Hä? Ach, das ist noch nicht mal die Mitte! Doch, das ist Gold. Ja, okay, nice. Vielleicht so ein Pain. Mein Gold? Ein Gold, hast du ein Gold für mich? Pisser. Klaut. Hey, gib mir ein Gold. Nice. Nice, ich hab 4 Gold, jetzt wird erstmal ein Bogen gesneakt. Wenn ich natürlich noch heil at home ankomme. Erstmal schon mal einen etwas sicheren Weg gebaut. Jetzt wird sich ein Bogen gesneakt und ein bisschen Besen. Mein Bruder neben mir, es hält bitte sein Maul. Dann geht man hier auf den Sack, so schnack ich ihn. Jo, auf jeden Fall hoffe ich, dass mein kleiner Bruder euch auch demnächst Minecraft-Aufnahmen also so aufnehmen kann oder was auch immer, was er machen will. Vielleicht nimmt er ja auch andere Spiele auf. Weiß ich ja nicht, was du aufnehmen willst. Willst du was sagen dazu? Ich hoffe, die Kameraauflösung ist also in Ordnung. Also die beste ist definitiv nicht, das weiß ich selber, aber vielleicht ist sie ja, sagen wir mal so, in Ordnung. Vielleicht, also, so dass ihr sagen könnt, ja, ist in Ordnung. Ist ein Hacker? Gut, ach ne. Mich eigentlich komplett verarschen. Du machst hier nichts. Und du machst gleich noch mit einem Abgang. Ja, er fällt nicht. Alter, nächstes Gefühl. Ich bin 9 Jahre. Und behindert? Nein. Ein behinderter 9-Jähriger. Bin ich nicht. Mann. Nein. Alter, habe ich ein Schwein. Komm nach Hause, nach Hause, nach Hause. Hol dir die beste Spitzhacke. Du brauchst mir, glaube ich, nicht erzählen, wie man Minecraft spielt. Ne? Ich glaube, das weiß ich selber. Oder nicht? War doch gut. Ich habe übrigens meine Einstellung auf Englisch. Fällt mir mal gerade auf. Okay. Ich weiß zwar nicht warum, aber läuft auf jeden Fall mal. So wird das doch alles auch in Deutsch. Nein! Warum, du Hurensohn? Oh, Entschuldigung für diese Ausdrücke. Tut mir echt leid. Das ist der Sohn einer Hure. Ja, ich weiß, du brauchst mir das nicht sagen. Und meine Zuschauer, die werden nicht so, vom Alter her nicht so jung sein wie du. Die werden, hoffe ich, mal alle älter sein, damit die Ausdrücke schon kennen. Ich lasse da ein kleiner Junge sitzen und ich denke, oh, was ist das denn für ein, was heißt denn das? Und geht zu seiner Mutti und sagt, na, du Hurensohn? Und die dann so, du
dummer Spaß oder sowas. Also ich möchte niemanden darauf, dann möchte niemand, dass jemand sich da ein Beispiel dran nimmt, dass ich die meine Mitspieler bzw. Gegner beleidige. Einfach nur aus dem Frust heraus, dass ich das sage. Und so, jetzt spiele ich noch ein bisschen weiter. Ohne die ganze Zeit euch zuzutexten. Nein, gib mir ein Schwert. Du hältst auch dein Maul? Ich hab nur leider noch keinen Kanal deswegen. Kriegst du auch nicht. Hm? Wer macht dir den? Okay. Ich. Ja. Was krieg ich denn dafür? Gar nicht. Für 10 Euro gerne mache ich das gerne. Komm, Alter, ein Gold nur, euer Ernst. Ey. Hier habe ich auch 4 Gold. Uiuiui. Ich könnte in die Mitte, wenn du die Frage ist. Alter, so ein Pisser. Ich habe ein Gold schon mal. Das war echt. Ja, jetzt ist doch das zweite. Meine Ring. Hältst du bitte deinen Mund? Ja. Alter, was ist denn hier los, Mama? Hallo. Ja, ich trage ein Headset, hier ein neues, von Logitech. Nicht das teuerste, aber es reicht erstmal hoffentlich. Meine Kamera ist vom Medium, ich hoffe, die ist auch nicht allzu schlimm. Gucken wir uns mal nebenbei an, wie ich so aussehe. Ja, es geht, ne, würde ich sagen. Ja, ich gucke auch jetzt ab und zu mal zu euch, gucke nicht, dass ihr das Spiel, dass ihr mich von der Seite sehen müsst. Ich nehme vielleicht auch noch heute für deinen Kanal auf. Nö. Nicht. Nee, weil ich meine, sagst du schon aus, für meinen Kanal. Ich kann doch für deinen Kanal was aufnehmen. Ja, und was bringt das, wenn du es aufnimmst? Wer lädt es hoch? Mhm. Wer sagt, dass ich deine Videos hochlade? Das ist wohl eine Katastrophe, wenn ich deine hochlade. Dann kriege ich gleich 20 D-Abos, obwohl ich erst 12 habe. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn euch das gefällt, was ich hier so mache, so dass ihr auf jeden Fall euren Freunden Bescheid sagt, dass die mich auch abonnieren. Ich mach's auch nicht unbedingt immer später, also dass ich Geld damit verdienen will ich gar nicht. Ich mach's einfach nur aus Langeweile und ich würde mich halt freuen, wenn ich so die 50 Abos noch schaffe oder 100. Also 100 ist wirklich mein Ziel. Wenn ich das schaffe, dann bin ich richtig stolz. Ey, du. Der hat einen Standard-Skin. Hm. Du hast einen neuen Skin. Ja, einen weißen. Wie nennt man die weißen? Ice Creeper oder wie auch immer. Die blauen heißen ja. Das ist ein Fehler von dir. Nein! Und nicht schon wieder, dass er von hinten kommt. Wirklich. Das ist wirklich Pussy. Richtig Pussy. Komm, jetzt kommt er wahrscheinlich noch zu uns. Ne, yo, jetzt kommt er zu uns. Klasse. Der ist jetzt. Nein, Spawn Killer, nein. Du bist nur ein Spectator. Alles klar, wie lange ging die Aufnahme? Ja, 9 Minuten, ich würde sagen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, es gefällt euch mal mit Facecam und neuem Headset und Ton. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und reingehauen. Und auf jeden Fall bewerten, kommentieren nicht vergessen. Weiter für empfehlen an die Freunde und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Willst du noch was sagen? Nö. Okay, tschüss.